Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wir haben vorhin Klaus Kinkel gedacht. Ein wahrhaft großartiger Politiker, ein feiner Mensch, dem auch ich persönlich viel zu verdanken habe. Aber vor allem eben auch ein überzeugter Europäer. Wie Hans-Dietrich Genscher, der wie kein Zweiter die Aussöhnung zwischen Ost und West vorangebracht hat. Liebe Freundinnen und Freunde, das geeinte Europa, das gehört zur DNA der Freien Demokratischen Partei. Und ich habe es bereits im November in Bonn zitiert, aber ich möchte es gerade in diesen Tagen noch mal ganz bewusst wiederholen. Wenn die Idee der europäischen Einheit nicht mehr hervorgebracht hätte als 70 Jahre Frieden, sie hätte sich schon gelohnt. Dieser Satz, diese klare Haltung, sie stammt von unserem Freund Guido Westerwelle. Und diese Haltung gilt heute mehr denn je in Zeiten, in denen die Populisten von links und die Populisten von rechts versuchen, die europäische Idee zu zerstören. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn früher von der fünften Kolonne Moskaus die Rede war, dann haben wir gedacht an die kommunistischen Parteien, manchmal wurde es auch überspitzt genutzt für den linken Flügel sozialistischer oder sozialdemokratischer Parteien. Überwiegend ging es aber um die Kritik an Linksradikalen. Heute erleben wir, dass sich jetzt auch Rechtsradikale aufmachen, die fünfte Kolonne Moskaus zu werden. Und spätestens jetzt muss jeder begriffen haben, was die Stunde geschlagen hat. Wir brauchen ein Bollwerk für die europäischen Werte, ein Bollwerk der Demokraten. Und wenn die Große Koalition in Brüssel so schwächelt wie die Große Koalition in Berlin, dann sind wir Freie Demokraten gemeinsam mit der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa gefragt, dieses Bollwerk auch bei manchen Unterschieden in der Sache mit Macron und En Marche auf den Weg zu bringen, damit die europäischen Werte verteidigt werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und liebe Freunde, wir sind stark in Europa. Ich möchte dazu eine kleine Anekdote erzählen. Als der frühere Ministerpräsident Jürgen Röttgers 2009 ein Gemeinschaftsabkommen geschlossen hat mit den Benelux-Ländern, Nordrhein-Westfalen und die Benelux-Staaten, da war das ein Treffen von vier Christdemokraten. Jetzt war 10-jähriges Jubiläum und da ist unser heutiger Ministerpräsident Armin Laschet zu dem Treffen gefahren. Und wen hat er getroffen? Drei liberale Regierungschefs. Und es sollte uns natürlich Ansporn sein, dass zum 20-jährigen Jubiläum dort vier Liberale sich treffen. Aber liebe Freunde, wir sind nicht nur in den Benelux-Ländern stark. Die liberale Familie stellt 8 Regierungschefs in Europa. Und die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa hat große Chancen, eine der zentralen Kräfte im Europäischen Parlament zu werden und vor allem auch dafür zu sorgen, dass diese träge, dauerhafte Kooperation der sozialistischen und der konservativen Fraktion ein Ende nimmt. Und wie gesagt,
wir streiten mit den Reformkräften und wir streiten nicht an der Seite von Orbán, auch wenn es Pirouetten gedreht hat. So richtig distanzieren konnte sich die Union ja leider nicht. Und deswegen ist klar, wer für die europäischen Werte in diesem Wahlkampf steht. Die Feinde der Europäischen Union, die waren auch in Großbritannien am Werk. Ganz offenbar mit dem größtmöglichen Schaden für Großbritannien. Der Brexit beherrscht seit Wochen, ja eigentlich seit Monaten die Debatte. Man staunt, man hofft, man bangt. Aber eines, liebe Freundinnen und Freunde, muss klar sein. Bei aller Verwunderung über so manche Grotesken auch im britischen Parlament. Die unmissverständliche Einladung an Großbritannien, weiter Teil der europäischen Zusammenarbeit zu bleiben. Und manch einer mag vielleicht gefühlsmäßig sich dazu verleiten lassen, zu glauben, die verheerenden Konsequenzen eines No-Deal-Brexits seien dann so ein bisschen was für die gerechte Strafe für die Briten, wenn sie sich von Europa abwenden. Ich warne ausdrücklich vor dieser Sichtweise, denn sie verkennt, dass es eben nicht nur Konsequenzen für Großbritannien gibt, sondern für die Europäische Union und für Deutschland und auch ganz besonders für uns in Nordrhein-Westfalen mit unserer engen Verflechtung nach Großbritannien. Und deswegen sollten wir hier vernünftig bleiben. Und auch das will ich abschließend sagen, wenn die Hoffnung natürlich nicht allzu groß ist. Aber ein Kurswechsel zum Verbleib in der EU würde alle stärken. Großbritannien, die EU und auch Nordrhein-Westfalen. Und deswegen bleibt auch unser Wunsch Remain. Liebe Freunde, es liegen große Herausforderungen in Europa vor uns. Und es geht natürlich nicht nur darum, ein Bollwerk gegen die Populisten zu sein, sondern einen neuen Aufbruch zu wagen in Europa. Die Themen und die Herausforderungen sind vielfältig. Die Fragen der Globalisierung, die Fragen der Migration, der Schutz der europäischen Außengrenzen, Fragen der Digitalisierung und natürlich auch, was wir heute ja intensiv diskutieren, auch Fragen des Klimawandels. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir als Freie Demokraten engagiert in diesen Wahlkampf gestartet sind, im Übrigen mit einer weiblichen Doppelspitze von Nicola Beer und Svenja Hahn. Und ich freue mich, dass Moritz Görner, Michael Kauch, Michael Terwiesche und all die anderen Kandidaten, die in diesem Wahlkampf um jede Stimme für ein Europa der Freiheit kämpfen, dass dieser Wahlkampf so gestartet ist. Und ich danke euch allen. Nutzen wir die kommenden Wochen. Packen wir alle gemeinsam an, um dieses liberale Europa nach vorne zu bringen. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, bei einem politischen Rechenschaftsbericht empfiehlt es sich ja auch immer, zurückzuschauen. Und deswegen betrachte ich nochmal das Motto unseres Landesparteitages 2018. Und da haben wir uns das Motto gewählt, auf dem Weg zum Chancenland. Und liebe Freunde, diesem Motto sind wir gefolgt. Und alles, allem voran, in unserem Kernanliegen in der Bildungspolitik. Denn wir haben vor den Landtagswahlen und vor den Bundestagswahlen gesagt, wir wollen für beste, für weltbeste Bildung kämpfen. Und deswegen war auch klar, dass genau dieses Thema
zentral im Fokus unserer Arbeit stehen muss. Und ich freue mich, wie weit wir gekommen sind. Und das haben wir vor allem einer engagierten Schulministerin zu verdanken, liebe Yvonne Gebauer. Es sind so viele Initiativen auf dem Weg. Du machst einen großartigen Job. Wir haben die Talentschulen auf den Weg gebracht. Bestens ausgestattete und vor allem auch vor Ort bestens vernetzte Schulen werden dafür sorgen, dass Stadtteile, die besondere soziale Herausforderungen haben, dass es dort Schulen gibt, die zu Leuchttürmen werden, die auch weiter strahlen werden als bis zum Schultor, sondern eben weiter darüber hinaus. Und dass diese Leuchttürme möglich sind und dass wir das in praktische Politik jetzt umsetzen, das ist auch ein toller Erfolg für die Freien Demokraten als Mitmachpartei. Denn das war eine Idee aus dem Maschinenraum unserer Partei. Und das ist eine Idee, die hier entwickelt worden ist und die wir jetzt in praktische Politik umsetzen. Und deswegen freue ich mich jetzt schon darauf, was für neue Projekte nachher in den Ideenlaboren entwickelt werden. Lieber Johannes Vogel, du hast gezeigt, dass du als Generalsekretär nicht nur Kampagne kannst und inhaltlich wie in der Rentendebatte im Bundestag dein Mann stehst, sondern du hast es auch geschafft, dass Elemente unserer Schwesterparteien, beispielsweise aus Österreich, hier Eingang in unsere Parteiarbeit gefunden haben. Und ich glaube, das macht Parteiarbeit lebendig und das führt dann auch dazu, dass Ideen von der Basis praktische Politik werden. Vielen Dank dafür. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, Yvonne Gebauer hat wichtige Trendwenden eingeleitet. Weil wir immer gesagt haben, wir wollen eine Politik machen, die nicht auf Ideologie setzt, sondern die jedes einzelne Kind in den Blick nimmt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Inklusion auf ein vernünftiges Fundament jetzt stellen. Dass wir pragmatische Initiativen entwickelt haben gegen den Lehrermangel. Dass es auch gegen Widerstände gelungen ist, das Schulfach Wirtschaft an alle Schulformen zu bringen, liebe Freundinnen und Freunde. Und dass wir dafür sorgen, dass die mittleren Bildungsabschlüsse gestärkt werden. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, und ich werde nicht müde, das zu sagen, es muss auch möglich sein, dass man mit einem mittleren Bildungsabschluss einen verantwortungsvollen Beruf in dieser Gesellschaft übernehmen kann. Liebe Freundinnen und Freunde, aber es geht natürlich auch darum, dass wir auf der anderen Seite das Abitur stärken. Und dazu war es doch jetzt notwendig, dass wir endlich Ruhe in die Gymnasien bekommen. Und dass wir nicht den 36. runden Tisch gründen, um zu überlegen, ob man vielleicht irgendwann doch noch mal von G8 zu G9 und so weiter und so fort. Yvonne Gebauer ist etwas Bemerkenswertes gelungen. Sie hat es geschafft, die Umstellung auf G9 binnen eines Jahres einstimmig durch den Landtag von Nordrhein-Westfalen zu kommen. Das war anstrengend, aber es war auch eine Meisterleistung. Und liebe Freundinnen und Freunde, einige erinnern sich vielleicht, die dabei waren. Ich habe vor etwas über einem Jahr angesprochen, wie problematisch das Thema Schreiben nach Hören ist. Schreiben nach Hören. Sie erinnern sich an den Neujahrsempfang. Und ich habe gesagt, wir müssen das angehen, weil diese Idee, dass Kinder jahrelang so schreiben, wie sie hören, dazu führt, dass sich eine katastrophale Rechtschreibung verfestigt. Denn da gilt das alte deutsche Sprichwort,
was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und deswegen sind es manchmal kleine Entscheidungen mit einer großen Wirkung. Und ich bin dankbar, dass dieser Quatsch jetzt in Nordrhein-Westfalen beendet wird. Im Namen der Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen sage ich als Kinder- und Familienminister Danke bei unserer Schulministerin. Danke, Yvonne, dafür. Ein wichtiges Zukunftsthema ist und bleibt die Digitalisierung in unseren Schulen. Und es ist gut, dass der Digitalpakt endlich kommt. Und es war ein hartes Ringen mit der CDU, aber ich bin froh, dass wir eine gute Lösung gefunden haben und auch Armin Laschet und die CDU am Ende doch der Grundgesetzänderung zugestimmt haben. Wir können uns auch noch mehr vorstellen. Der Bildungsföderalismus muss weiterentwickelt werden, denn nur wenn Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam an einem Strang ziehen, dann können wir unser Ziel von bester oder weltbester Bildung in Deutschland auch tatsächlich realisieren. Aber dieser Digitalpakt, er war ein Meilenstein. Und er ist auch ein Meilenstein gewesen in der hervorragenden Zusammenarbeit unseres Landesverbandes und unserer Landesregierung mit unserer Bundestagsfraktion, mit unserem Bundesfraktionsvorsitzenden und Bundesvorsitzenden Christian Lindner, dem ich nicht nur gratulieren möchte für diese Debatte, sondern auch für viele andere, wo unsere Bundespartei in einem medial nicht einfachen Jahr Debatten geprägt hat. Rente habe ich bereits angesprochen. Gerade zuletzt beim Urheberrecht und der Frage des Protestes gegen die Uploadfilter, aber eben ganz wesentlich auch bei der Formation des Widerstands gegen die Union, um hier tatsächlich zu einer Grundgesetzänderung zu kommen. Und ich bin auch dankbar Marco Buschmann, der als parlamentarischer Geschäftsführer dafür gesorgt hat, dass eine ja nicht immer einfache Zusammenarbeit an dieser Stelle mit den Grünen möglich gewesen ist und man den Druck hier erhöhen konnte, damit wir eben beim Bildungsföderalismus die Grundgesetzänderung hinbekommen und damit die Tür öffnen für die beste Bildung in diesem Land. Lieber Christian, lieber Marco und all die anderen in der Landesgruppe hier aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag, was ihr gemeinsam mit unserer Fraktion auf den Weg gebracht hat. Das ist großartig. Ich bin seit 1987 in der Partei, lieber Christian. Wir haben selten eine Phase gehabt, in der die Partei so lange so stabil gewesen ist. Und das nötigt mir allen Respekt ab. Und ich bin auch froh und dankbar, dass wir aus Nordrhein-Westfalen einen Teil dazu beitragen können. Aber es ist natürlich eure Leistung, dass wir bundesweit dastehen, wo wir stehen. Vielen Dank dafür. Und damit das auch so bleibt, hat der Landesvorstand heute beschlossen, dass wir auf dem nächsten Bundesparteitag Christian Lindner wieder als Bundesvorsitzenden vorschlagen werden. Wir brauchen natürlich weitere Kraftanstrengungen bei der Digitalisierung in den Schulen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und wir müssen an vielen Stellen aufholen bei der Digitalisierung. Eben nicht nur in den Schulen, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen. Darum bin ich froh, dass wir etwas gemacht haben, wozu die GroKo nicht in der Lage war. Dass wir nämlich alle Aufgaben der Digitalisierung in ein Ministerium zusammengeführt haben und dass wir mit Andreas Pinkwart genau den Tempomacher haben, den dieses Land so dringend braucht, liebe Freunde. Digitale Modellkommunen, digitale Gewerbeanmeldung,
NRW-Digitalstrategie, Mobilfunkpakt, das ließe sich jetzt noch weiter fortsetzen. Wir haben das alles zusammen in einem Ministerium mit einem echten Experten an der Spitze. Und, liebe Freundinnen und Freunde, die Bayern, die damals so stolz waren auf Laptop und Lederhose, die sehen uns jetzt als Vorbild. Das ist ein echter Ritterschlag. Und wir sind auf dem richtigen Weg, NRW wieder ganz nach vorne zu bringen, aber das wird natürlich auch noch eine gewisse Zeit brauchen, bis wir vieles aufgeholt haben. Aber wir stärken eben dabei nicht nur die Infrastruktur, sondern wir wollen eine neue Gründerkultur schaffen. Und dazu gehört unser Gründerstipendium. Und es gibt bereits 500 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die gefördert werden, die jetzt den Rücken frei haben, sich auf ihre Ideen zu konzentrieren, neue Ideen zu entwickeln, Ideen marktreif zu machen und damit den Standort Nordrhein-Westfalen zu stärken. Und wenn ich dann, wie es mir jetzt zuletzt passiert ist, in einem Kurzurlaub im Ausland angesprochen werde von einem baden-württembergischen Unternehmer, der sagt, ich habe das erlebt, ich habe auch den Professor Pinkwart live erlebt, und bei euch in Nordrhein-Westfalen, da ist ja ein echter Umbruch zu sehen, dann macht einen das natürlich stolz. Und wenn wir erleben, dass der bekannte Bonner Unternehmer und Investor Frank Thelen bei Markus Lanz letztens gesagt hat, hier in Nordrhein-Westfalen, schaut euch das an, da macht es wieder Spaß zu investieren, da reißen CDU und FDP die Bürokratie ab und da gibt es wieder die Möglichkeit, richtig zu investieren, dann zeigt das, dass wir an dieser Stelle auf dem richtigen Pfad sind und den werden wir konsequent weitergehen. Denn das unterscheidet uns von unserer Vorgängerregierung. Für uns ist Unternehmergeist kein Gespenst, vor dem man sich fürchten muss. Und darum ist es jetzt auch entscheidend, dass die Ausgleichsmittel aus der Kohlekommission nicht einfach verkonsumiert werden, sondern dass sie neue Innovationen ermöglichen, die langfristig Arbeitsplätze gerade bei neuen Technologien ermöglichen. Und ich sage das ganz klar dazu. Es war nicht unsere Idee, den Kohleausstieg so planwirtschaftlich festzulegen. Aber nach der Einsetzung der WSB-Kommission durch die GroKo in Berlin hat Professor Andreas Pinkwart gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten viel für unser Land herausgeholt. Und das ist natürlich auch eine Chance. Und in einer solchen Situation müssen wir uns jetzt an die Spitze der Bewegung setzen und dafür sorgen, dass das, was Nordrhein-Westfalen bekommt, auch tatsächlich in der Innovation landet, meine Damen und Herren. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin auch ein bisschen stolz über einen Schritt, wo wir weitergekommen sind auf dem Weg zum Chancenland in meinem Ministerium. Mit dem Pakt für Kinder und Familien investieren wir ab dem Kindergartenjahr 2021 zusätzlich und jährlich etwa 1,3 Milliarden in die frühkindliche Bildung. Wir meinen es ernst mit der besten Bildung von Anfang an, meine Damen und Herren. Und dabei stecken wir erstens, und das ist mir ganz wichtig, weil da kommen angeführt von der früheren Landesvorsitzenden der Linken, von Frau Schwabedissen, demnächst Demonstranten, die dagegen demonstrieren wollen. Gegen zusätzliche 1,3 Milliarden für die frühkindliche Bildung.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir investieren alleine eine knappe Milliarde dieses Geldes in die Qualität, in die Sprachförderung, bessere Betreuung, auch flexiblere Öffnungszeiten und Stärkung der Tagespflege. Und dann machen wir etwas, was ganz wichtig ist, gerade auch für unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vor Ort. Ich habe dem Finanzminister abgerungen, dass wir für die gesamte Legislaturperiode den Kommunen eine Ausbaugarantie geben. Jeder benötigte Platz in den Kommunen wird vom Land bewilligt. Und das ist eine Ansage. Als ich das verkündet habe in der Landespressekonferenz, da ist fünfmal von einem Journalisten sogar dreimal hintereinander nachgefragt worden, ob es wirklich um jeden Platz geht. Und als ich gesagt habe, wir haben dafür 135 Millionen Euro reserviert, aber gegebenenfalls wird dafür auch nachgeschossen, da kam die Frage nochmal für jeden Platz. Und deswegen sage ich das auch hier nochmal an alle vor Ort, für jeden Platz. Und das ist eine Garantie, die wir hart erkämpft haben. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns immer auf den Kurs verständigt, dass für uns die Qualität im Vordergrund steht. Dass wir erst das, was unter Rot-Grün uns morsch hinterlassen worden ist, ausfinanzieren müssen. Dass keine Kindergärten schließen müssen. Und das konnten wir ermöglichen. Und wir haben aber auch gesagt, wenn es eine Chance gibt, Familien mit kleinen Kindern zu entlasten, dann werden wir dies tun. Und deswegen freue ich mich, dass in diesem Pakt für Kinder und Familien auch das zweite beitragsfreie Jahr für unsere jungen Familien in Nordrhein-Westfalen dabei ist. Liebe Freundinnen und Freunde, wir schaffen damit etwas, woran in den letzten 7 Jahren zwei sozialdemokratische Ministerinnen gescheitert sind. Das waren harte Verhandlungen mit den Kommunen, weil auch die Kommunen sich an dieser Finanzierung beteiligt. Es waren harte, aber faire Gespräche. Und jetzt geht die sozialdemokratische Opposition hin und meint, ja, ihr könnt das ja nur machen wegen der Mittel von Frau Giffey. Liebe Freundinnen und Freunde, das gute Kita-Gesetz ist kein gutes Kita-Gesetz, weil es nämlich bis 2022 befristet ist. Danach tragen wir als Land die Ewigkeitskosten. So sieht die Lage aus. Aber trotzdem übernehmen wir dafür die Verantwortung, weil wir eben wissen, dass die Qualität so wichtig ist für unsere Jüngsten. Und deswegen sind wir diesen Weg gemeinsam mit dem Koalitionspartner gegangen. Und wenn wir über unsere Jüngsten sprechen, dann muss ich leider an einen Fall auch erinnern, der uns betroffen gemacht hat, schockiert hat. Das ist der Missbrauchsfall in Lüchte. Aber auch an anderen Stellen gibt es immer wieder Vorfälle, die uns sehr schmerzen und wo wir, glaube ich, alle in der Verantwortung sind, zu überlegen, wie wir dies verhindern können. Und ich habe ganz bewusst gesagt, ich nehme mich dieses Themas an, obwohl es nicht in meine originäre Zuständigkeit fällt. Weil die Aufsicht der Jugendämter ist Aufgabe der Kommunen, es ist nicht Aufgabe unseres Ministeriums. Aber ich sage Ihnen auch, ich glaube, Sie können das nachvollziehen, ich bin eben auch der Kinderminister und der Familienminister. Und da kann ich nicht einfach zuschauen. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme mich dieses Themas an. Wir werden in der nächsten Woche erneut die Experten bei uns im Haus haben. Wir müssen ruhig und sachlich analysieren, wie wir die optimale Vorbeugung hinbekommen, dass solche Fälle zumindest drastisch reduziert werden. Wahrscheinlich kann man so etwas nie ganz ausschließen. Aber wir müssen alles tun, damit sich solche Fälle nicht wiederholen. Wir haben heute
das Motto gewählt, schaffen wir ein gutes Klima. Und dieses Motto haben wir nicht in Bezug auf die NRW-Koalition gewählt, denn da haben wir schon ein gutes Klima. Auch wenn wir manchmal hart ringen, wie beim Polizeigesetz, über Wochen. Im Übrigen, ohne dass es eine einzige Durchstecherei an die Medien gegeben hat. Ich glaube, das ist einmalig in Deutschland, meine Damen und Herren. Auch wenn wir hart ringen, wir haben es geschafft, die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu wahren und trotzdem ein Gesetz zu schaffen. Marc Lübcke und andere daran gearbeitet, dass wir auch der Polizei etwas an die Hand geben, was dann auch in der Praxis funktioniert. Denn das war für uns die Maßgabe. Und das steht ein bisschen stellvertretend für die wirklich gute Zusammenarbeit in der Koalition. Und dafür möchte ich ganz herzlich mich bedanken bei unserem Fraktionsvorsitzenden Christoph Rasche, der einerseits klug unsere Position vertritt und auch konsequent vertritt und andererseits mit seiner ausgleichenden Art auch viel zum atmosphärischen Gelingen dieser Koalition beiträgt. Lieber Christoph, dir, Henning Höhne als parlamentarischen Geschäftsführer, dem Fraktionsvorstand, aber auch all unseren Abgeordneten im Landtag einen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, die vielen Ideen, die geliefert werden, auch in unsere Häuser. Marcel Hafke beim Kiebitz, bei der Reform des Kiebitz jetzt beispielsweise und auch an vielen anderen Stellen. Darüber sind wir dankbar, dass diese Zusammenarbeit von Fraktion und Regierung so wunderbar funktioniert. Vielen Dank. Und ich möchte an dieser Stelle verraten, dass es mir tatsächlich jetzt schon mehrfach passiert ist, dass unter vier Augen Kollegen aus anderen Fraktionen einräumen, dass unsere Fraktion die fachlich stärkste und auch die in den Debatten stärkste Fraktion ist. Und darauf können wir alle gemeinsam stolz sein. Wir haben das gute Klima auch im Landesvorstand. Vielen Dank, Angela, Alexander, Otto, Johannes und dem Team der Landesgeschäftsstelle um unsere beiden Geschäftsführer Thorsten Anders und Mirko Rolf Seifert. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit unserem liberalen Vorfeld, mit den Jugendorganisationen, mit den jungen Liberalen, die auch immer wieder querdenken. Und das ist auch das Recht der jungen Liberalen und das ist auch wichtig. Den liberalen Frauen. Wir sind an der Stelle im Übrigen noch nicht so vorangekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und wir werden weiter daran arbeiten, dass unsere Arbeit noch weiblicher wird und wir neue Chancen eröffnen. Aber auch hierzu haben wir ja heute wieder ein Forum hier auf dem Parteitag. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der VLK, mit Kai Abrussat und all den Mitstreitern jetzt die Kommunalwahl 2020 vorbereiten. Denn das Wichtigste für eine gesunde Partei ist eine gesunde kommunale Basis. Sie wissen, ich war 13 Jahre Stadtverordneter in Bonn. Mein kommunales Herz schlägt weiter und wir werden diese Kommunalwahl zu einem echten Erfolg machen. Meine Damen und Herren, schaffen wir ein gutes Klima? Dieses Motto haben wir auch nicht wegen Greta Thunberg und Fridays for Future gewählt, denn diese Idee, auf diesem Parteitag den Klimaschutz in den Mittelpunkt zu stellen, den hatten wir schon vor einem knappen Jahr. Denn es gab da auch schon eine Stimmung auch zu empfinden. Und da hat ein 16-jähriges Mädchen ja
nicht aus luftleerem Raum eine Bewegung ins Rollen bringen können. Und deswegen sage ich auch dazu, unabhängig davon, ob hinter Greta auch noch ein gezieltes Management steckt oder nicht, ich rate ab, sie selbst oder ihr Anliegen nicht ernst zu nehmen. Denn sie hat erkennbar einen Nerv getroffen, der viele Menschen umtreibt, nämlich das Gefühl, dem Klimawandel nicht untätig zusehen zu wollen. Und darum habe ich auch für das Anliegen der Fridays for Future-Proteste der Schülerinnen und Schüler Sympathien. Und ich halte es auch für ein legitimes Mittel dafür, auch mal zu streiken, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Darf an dieser Stelle verraten, mein persönliches Engagement hat ähnlich begonnen, als ich 1987 in Bonn als Schülersprecher und auch Bezirksschülersprecher einen Streik und einen Protest organisiert habe gegen die Lehrerzwangsversetzung damals unter Ministerpräsident Johannes Rau. Und wir waren damals sogar ganz erfolgreich. Wir haben einiges aufhalten und zurückdrehen können. Aber was ich an die Adresse von Fridays for Future sagen möchte: Die Aufmerksamkeit ist längst gegeben. Und die Proteste wären mittlerweile noch erheblich glaubwürdiger, wenn sie außerhalb der Schulzeit stattfänden. Und liebe Freundinnen und Freunde, der Bundesvorsitzende hat heute gegenüber der FAZ das auch noch mal zu Recht klargestellt. Wir können es nicht zulassen, dass dauerhaft die Schulpflicht relativiert wird. Sonst kommen andere Themen, da ist es dann der Thursday for Future oder der Wednesday for Future. Das kann dann nicht dauerhaft einreißen, das können wir nicht hinnehmen. Und ich finde, dass Yvonne Gebauer hier mit Augenmaß und Konsequenz auch unterwegs ist. Auch an dieser Stelle dafür herzlichen Dank. Aber meine lieben Freunde, wir sollten umgekehrt das Anliegen dieser Jugendlichen ernst nehmen. Und das tun wir ja auch. Und das, wie gesagt, bereits länger geplant hier für den heutigen Tag, weil wir gesagt haben, wir müssen vernünftige Antworten geben. Hat mich gefreut, Kai Abossat, du hast letztens auf Facebook wieder gepostet, das alte Motto von Karl Hermann Flach, das Wahlkampfmotto: Vorfahrt für Vernunft. Und wenn man sich manchmal die Diskussionen anguckt, ist auch, glaube ich, das wieder etwas, was wir uns vor Augen führen muss. Denn Hysterie und Panik helfen nicht weiter. Und an dieser Stelle möchte ich das ausdrücklich sagen. Hier irrt Greta. Denn Angst ist immer der schlechteste Ratgeber, meine Damen und Herren. Und darum setzen wir auch beim Thema Klimaschutz auf Einsteiger und nicht auf Aussteiger. Wir brauchen innovative Ideen und Fortschritt. Wir setzen beim Klimaschutz auf einen marktwirtschaftlichen Rahmen, weil wir überzeugt sind, dass genau dieser marktwirtschaftliche Rahmen auch tatsächlich funktioniert. Wir setzen auf den Emissionshandel. Wenn CO2 sektorübergreifend und grenzüberschreitend einen Preis bekommt, dann macht das Klimaschutz besser und dann macht das den Klimaschutz wirksamer. Denn dass wir Klimaschutz wollen, das steht doch gar nicht zur Disposition. Wir wollen ihn aber eben nicht nur gut meinen, wir wollen ihn auch gut machen. Und das heißt aus unserer Sicht, Innovationen technologieoffen unterstützen
und das Ziel über den Emissionshandel und die Begrenzung der Zertifikate vorgeben. Das ist der klare Ansatz, den wir brauchen, wenn wir dieser zentralen Herausforderung eine wirksame Antwort entgegenstellen wollen. Meine Damen und Herren, Innovation und neue Technologien, das ist auch eine Chance für unser Land und für ein gutes Klima in unserem Land. Wir haben so viele tolle Ingenieure und wir haben so viele kleine und mittlere Unternehmen, die voll von Innovationskraft stecken, von Pioniergeist, die Mut haben. Und die wissen genauso wie wir, Weltmarktführerschaft bekommt man nicht und Weltmarktführerschaft behält man auch nicht, wenn man hinterherläuft. Und darum unser Appell, geben wir Ihnen die Rahmenbedingungen, damit Sie Ihren Pioniergeist richtig ausleben können, damit unsere Ingenieure dafür sorgen können, dass wir mit neuen Technologien den Klimawandel tatsächlich in den Griff kriegen. Liebe Freunde, ein gutes Klima, das brauchen wir auch wieder verstärkt in der gesellschaftlichen Debatte und in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. In der Frage, wie wir miteinander umgehen, nicht nur in den sozialen Netzwerken, nicht nur, aber auch in der Frage, wie wir miteinander umgehen zwischen denen mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Und wir versuchen als NRW-Koalition ganz bewusst das direkte Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen, mit einer Veranstaltungsreihe aus unserer Kampagne mit dem Hashtag Ich, Du, Wir NRW. Und wir sprechen über die Ängste und die Sorgen von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Und da müssen konkrete Themen auch auf dem Tisch und es muss alles ausgesprochen werden dürfen. Denn nur wenn man auch über Ängste spricht, und zwar sowohl von den autochthonen Einheimischen als auch von den Eingewanderten, wenn man die Perspektiven der jeweiligen anderen Seite offen wahrnimmt, dann kann man Vorurteile überwinden. Und das ist unser Ansatz und den Weg wollen wir gehen. Eine offene Gesellschaft kann nie ohne Konflikte sein. Das wäre auch schade, weil Reibung und Konflikt ist auch die Voraussetzung für Fortschritt. Aber entscheidend ist, dass es Regeln gibt, wie Konflikte zivilisiert ausgetragen werden. Und das regelt das Grundgesetz und die darauf aufbauende Rechtsordnung. Und deswegen ist uns als Liberalern jeder lieb, der sich an diese Rechtsordnung und dieses Grundgesetz und seine Werte hält. Was darüber hinausgeht, soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Für uns zählt nicht die Herkunft. Für uns zählt nicht die Herkunft, für uns zählt der Charakter. Und ich sage das hier an dieser Stelle noch einmal, ich habe ganz bewusst, obwohl ich gewusst habe, dass das schwer wird, ich habe ganz bewusst das Ausländerrecht in mein Ministerium geholt, weil ich es unerträglich fand, dass die alte Landesregierung bei einem Terroristen wie Anis Amri tatenlos zugesehen hat und gleichzeitig gut integrierte Geduldete abgeschoben hat. Ich wollte nicht zusehen und das einfach nur vor Ort erledigen lassen, sondern ich wollte aktive Politik machen und ich habe mit meinem Haus aktive Politik gemacht. Und darum haben wir
Und darum haben wir erreicht, dass das de facto deutsche Mädchen Bifsi, was mit 15 Jahren in ein völlig ihr fremdes Land geschickt wurde, aus Nepal zurückkehren konnte. Und darum haben wir dafür gesorgt, dass Samia nach Tunesien abgeschoben wurde und dass er dort bleibt. Wenn wir das nicht getan hätten, wäre es umgekehrt. Ohne diesen aktiven Kurs wäre es umgekehrt. Und darum werden wir das auch weiter fortsetzen, mit aller Härte gegen Gefährder und Kriminelle und mit fairen Chancen für gut Integrierte. Auch das ist ein Beitrag für ein gutes gesellschaftliches Klima. Und liebe Freundinnen und Freunde, lassen Sie mich zum Schluss noch ein persönliches Wort loswerden. Die Auseinandersetzung um die Abschiebung von Samia war für mich eine sehr schwierige Zeit. Und auch wenn ich von der Richtigkeit meines Handelns überzeugt gewesen bin und es auch zu jedem Zeitpunkt war, ich hätte diese Phase nicht durchgestanden, wenn diese Partei und dieser Landesverband nicht wie eine Eins hinter mir gestanden hätte. Und das ist etwas, das ist etwas, was mich bewegt. Die Zuschriften, die Mails, die Anrufe, das war großartig. Das hat gezeigt, wie wir auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns diese gemeinsame Kultur erhalten. Vielen Dank, das werde ich dieser Partei nicht vergessen. Und vielen Dank, dass Sie mir jetzt so lange zugehört haben. Dankeschön.